Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein bisschen, wie ihr mit Advanced Rocketry richtig Zeug machen könnt. Daran habe ich gerade eben eine lange Zeit gearbeitet. Das soll eigentlich eine ziemlich große Rakete werden. Vielleicht zeige ich die dann am Ende nochmal, wenn die wirklich mal fertig ist. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Basics. Und zwar erstmal brauchen wir irgendwoher Strom. Die einfachste Art, Strom zu machen, ist kein Ofen, sondern ein Coal Generator. Den macht ihr so, also das heißt ein Ofen und eine Batterie. Ihr macht ihr aus einer Eisenstange und einer Tinplatte von irgendeiner Mod mit Redstone und wie gesagt einem Eisenstab. Den macht ihr so. Nein, das wollte ich nicht. Ja, Tin, ja, gut. Ich glaube, dazu kommen wir jetzt gleich sowieso noch. Genau. Oder ihr nehmt einfach statt dem Ofen die umweltfreundliche Variante, sag ich mal. Und zwar Solar Generator. Nicht zu verwechseln mit den Solarplatten. Weil die Solarplatten braucht man dafür das Crafting von denen hier. Weil die craftet man so. Also eine Solarplatte, ein Power Output Plug. Den Power Output Plug baut man mit einem Power Input Plug. Dem Power Input Plug. Baut man mit einem Power-Output-Plug, nein, baut man mit einer kleinen Batterie und Mechanic Structure. Könnt ihr aber auch alles selber noch gucken, wenn ihr not enough Mods oder just enough Mods drin habt. Und genau, die haben zwar auch selbst eine Batterie, aber wenn die jetzt überfüllt ist, dann verliert man quasi Strom, das heißt, beziehungsweise man verschwendet Strom. Damit das nicht passiert, hat man hier so Power-Input-Plugs, die halt Energie speichern können. Wenn man das so dran macht, dann speichert das Energie, die man dann halt irgendwie abnutzen kann und ist ja auch egal. Wir können ja nicht, wenn wir jetzt das hier nehmen und dann das hier, 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 nein, das hier, das hier, das hier. Dann sehen wir ja, das sieht aus wie ein ganzes für uns. Aber wenn wir das jetzt mit einer Batterie verbinden würden, dann wird nur von dem hier der Strom abgezapft, aber von den ganzen hier nicht. Das können wir aber verhindern, mehr oder weniger, indem wir Kabel nehmen. Und wir dann erstmal damit verbinden. Ja, perfekt. Zack, perfekt. Und dann aber den hier tut. Also normalerweise funktioniert das, aber bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Die Mod ist bei mir ein bisschen verbuggt. Also eigentlich sollte das jetzt die RF daraus ziehen. Kann auch an der Mod-Version liegen oder so, aber normalerweise tut man dann da ein Kabel hin und daneben dann das hier. Und dann würde das jetzt das, nee, warte. Hab ich denn schon wieder die Batterie hingetan? Ich bin so gut organisiert. Genau, dann würde man den Power Input Plug daneben tun und dann würde das normalerweise funktionieren. Schade. Dann würde man halt an alle die hier, an all die einzelnen Solar Generator so Kabel dran tun, dann würde man das noch da leiten und dann wäre das ganz praktisch, aber das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Normalerweise funktioniert das, ist aber auch egal. Ah, genau. Jetzt kommen wir zu dem hier. Das ist ein Small Plate Presser, den baut man so. Ein Pisten und ein bisschen Eisen. Und was der macht, ist das hier. Also ihr macht hier drunter halt noch so welche Blöcke, so Obsidian. Drüber dann diese Small Plate Presser und ja, die dann halt so auf dem Boden zeigen und dann könnt ihr da so Erze drunter legen. Funktioniert das? Oder ihr legt da auch ganze Erzblöcke drunter. Dann wird daraus kein Staub, sondern so Platten, genau. Ja, so Platten werdet ihr daraus. Genau, jetzt kommen wir ganz schnell zu dem nächsten Schritt. Das ist der Holoprojector. Was der macht, ist, für viele Maschinen brauchen mehrere Blöcke, das sind halt Multiple Block Structures.
Das heißt, wie gesagt, Strukturen aus mehreren Blöcken, also Maschinen aus mehreren Blöcken. Und das hier hilft dir dabei, also dieser Holoprojektor hilft dir dabei, dass du dich nicht selbst daran erinnern musst und nicht deine Gehirnzellen anstrengen musst, sondern dass du ganz einfach das hier benutzen kannst und dann zeigst du dir das an. Das funktioniert, indem man Shift und Rechtsklick macht. Dann sucht man sich eine Sache aus, zum Beispiel den Electric Arc Furnace. Und dann kann man sich hier zum Beispiel das erste Stockwerk davon anzeigen, das weiß nicht so gut. Das erste Stockwerk davon anzeigen lassen. Und jetzt kann ich mit Shift, glaube ich, hochscrollen, genau. Und mir die einzelnen Stockwerke anzeigen lassen. Und wenn ich dann beim obersten war, kann, ne? Seht ihr ja. Ja. Erklären ist meine Stärke. Genau, dann kann ich aber auch wieder runtergehen. Und ich würde sagen, ich zeige jetzt mal, wie man zum Beispiel jetzt den Electric Arc Furnace zusammenbaut. Wir nehmen uns einfach erstmal Heatproof Bricks. Genau. Beziehungsweise, ich mache kurz einen Schnitt und wir sehen uns wieder, wenn ich alle Sachen zusammengesucht habe, die wir dafür brauchen. Bis gleich. So, da bin ich dann schon wieder. Habe jetzt mal alle Blöcke zusammengesucht, die wir brauchen oder auch nicht so unbedingt brauchen. Und ich würde sagen, wir bauen das jetzt einfach mal zusammen. Könnt ihr nämlich einfach hier drauf gucken, dann seht ihr, das ist der Heatproof Brick. Den habe ich jetzt auch in meiner Hand. Könnt ihr einfach draufklicken, dann platziert ihr den dahin und tauscht das quasi aus. Wenn ihr das jetzt aber nicht mehr haben wollt, dass es da so steht, dann könnt ihr es einfach abbauen. Und dann habt ihr das raus aus eurer Welt und es stört euch nicht mehr. Und dann kann ich mit Shift und nach oben rollen, dass halt ein Stockwerk nach oben rollt. Wer hätte es gedacht? Oh, ich habe doch eine Sache vergessen. Wie heißt das? Electric Arc Furnace. Oh, das ist super. Ich kann gut schreiben. Ja, genau, den suchen wir. Genau, weil der muss unbedingt... Dieser Block, den ich gerade in meiner Hand habe, das ist nicht der hier, sondern der hier. Der muss unbedingt nach hier vorne hin. Weil ansonsten funktioniert der Electric Arc Furnace auf keinen Fall. Und jetzt hat man halt noch ein paar Entscheidungen offen. Man kann jetzt zum einen einmal eine Input Hatch, eine Output Hatch und eine Input Hatch reintun. Und danach kann man hier noch überall zum Beispiel Output Hatches hin tun und Input Hatches. Und hier halt selbiges. Oder man baut eben halt auch Heatproof Bricks hin. Ich mache hier mal überall Inputs hin. Und hier mal überall Outputs. Und dann mache ich den Rest einfach mit Heatproof zu Balagetu. Genau, dann gehen wir wieder ein Stockwerk nach oben. Nicht 2, 1. Genau, und dann machen wir hier die Heatproof Bricks wieder hin. Und dann wieder 1. Ah, jetzt 1. Da, nach oben. Dann machen wir hier überall außenrum wieder Heatproof Bricks hin. Und hier ist dann einem jetzt überlassen, ob man es Copper, Titanium, Aluminium, Iridium, Gold oder Copper nimmt, also als Coil. Das ist eigentlich relativ egal. Das kann man dann einfach da hinsetzen und dann haben wir das. Dann bauen wir wieder eins Shift nach oben. Und hier kommt es jetzt halt darauf an, ich benutze jetzt den Creative Power Input Plug, weil der ist stärker und den kann man aber dafür nur im Creative benutzen. Sonst kann man nur den Power Input Plug benutzen und den muss man halt craften und so. Ist aber auch egal. Den setze ich jetzt halt hier auf die Coils drauf. Und dann außenrum überall nur das Zeug. Genau. Okay, ja, jetzt ist er fertig. Jetzt können wir da Rechtsklick drauf tun. Und jetzt sollten wir das Interface hier bekommen. Und bei mir ist hier direkt voll. Weil ich halt diesen Creative Power Input Plug habe. Ansonsten müsste man da halt irgendwie Elektrizität rein betonen bekommen. Ich glaube aber beim Power kann man noch was tun. Nee. Egal. Ja, dann hätten wir den hier und dann können wir jetzt glaube ich Erze schmelzen oder so. Ah ne, genau, der muss man antun. Und dann füllt sich glaube ich eigentlich dieser Bottich hier. Funktioniert super. Ist auch egal. Ich muss es ein Sekündchen was nachgucken.
Aber ich bin sofort nach einem kurzen Schnitt wieder da, weil wir und es ist eine andere Maschine, die ich euch dann kurz zeigen werde. Und ja, bis in einer Sekunde. So Leute, da bin ich auch schon direkt wieder zurück. Und jetzt sind wir bei dem nächsten Gerät. Und zwar, das hole ich jetzt nicht, also das ist ja wohl jetzt hier unerhört. Bei der Lathe. Das ist jetzt ungünstig. Moment. Habt ihr nicht gesehen. Genau, dafür brauchen wir jetzt nämlich auch andere Blöcke. Und die sieht auch am Ende irgendwie viel cooler aus, finde ich. Ich habe auch kurz noch die Meshing Structure Box. Blocks. Wie heißt die? Schreibt man. Lustig. Genau, die brauchen wir jetzt nämlich auch zum ersten Mal. Und wir brauchen einen Motor. Die haben alle unterschiedliche Multiplier, also der normale Motor hat halt ganz normal, ein bisschen Advanced, 1,5 halt, Enhanced, zweifach, Elite, vierfach und das war's. Wir nehmen den Elite natürlich, weil es ist eine Creative Mode. Machen wir hier einmal den rein und das, das und das ist ein Output Edge, genau. Dann gehen wir wieder eins höher. Bauen hier unseren Motor hin. Dann bauen wir das hin. So. So dahin, weil das besser aussieht. Dann bauen wir hier das Input Edge drin. Und hier die Lathe, die ich natürlich vergessen habe. Genau. Also die meisten Maschinen haben wohl so ihren eigenen Block auch, quasi deren eigenes Brain, könnte man sagen. Ist ja auch egal. Genau, und dann muss man jetzt mit der leeren Hand anscheinend Rechtsklick drauf machen. Ah, genau, darauf Rechtsklick machen. Und dann bekommen wir hier so ein richtig hübsches Model raus, was dann so aussieht. Und was die Lathe macht, ist, ich zeige es euch mal. Erstmal brauchen wir einen Crafting-Teil, damit ich euch das zeigen kann. Genau, den hier. Und dann brauchen wir noch Iron. Und normalerweise ist das nicht so. Ist das so, dass wenn man jetzt mit Eisen, Moment, mit Eisen jetzt so Rods craftet, die man für viele Sachen braucht, dann bekommt man aus 3 Eisen 4 Rods raus. Hört sich erstmal gut an. Aber wenn man jetzt hier 4 Eisen reintun würde, dann würde man viel mehr rausbekommen. Dann hat man hier auch so eine schöne Animation. Genau. Das ist schon fertig, kann man hier in den Output-Plug reintun, auch reingucken und dann sieht man, wir haben 8 Rods rausbekommen. Das heißt, statt aus 4 Iron, nochmal, statt aus 4 Iron, 4 Rods, nee, nochmal, statt aus 3 Iron 4 Rods rauszubekommen, bekommen wir jetzt aus 4 Iron 8 Rods raus. Das heißt, ein Iron gibt uns 2 Rods, das heißt viel mehr. Viel praktischer. Und das erspart uns eine Menge. Ist dafür natürlich auch eine relativ teure Maschine, aber für Gott. Genau, ich kann euch ja noch ein bisschen was anderes zeigen, nebenbei. Ganz durcheinander, schneide ich einfach vor. Und zwar, ansonsten würde ich sagen, was ist mit dem Video? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wenn ihr wollt, dass wir das da mal zu Ende bauen und dann fliegen, dann mache ich das vielleicht in der nächsten Folge, wo ich dann vielleicht noch ein Tutorial zu dem Thema hier mache. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss. So, das ist doch mal wunderbar.